Präsident, meine Damen und Herren, haben Sie den Namen Mahmoud Al-Zayn schon mal gehört? Das ist der Chef eines der größten kriminellen Clans, die in Deutschland ganze Stadtteile beherrschen, Schutzgeld erpressen, die rauben und schwere Gewalt verüben. Viele Bürger fragen sich, warum haben wir solche Gangster bei uns? Denn dieser Mahmoud Al-Zayn, so konnte man jüngst in der Presse lesen, hatte schon vor 31 Jahren den ersten Abschiebebescheid im Briefkasten, war jahrzehntelang vollziehbar ausreisepflichtig. Er wurde aber nie abgeschoben, wie 100.000 andere auch nicht. Und seit 31 Jahren terrorisiert er die deutsche Bevölkerung. Wer hat in diesen 31 Jahren regiert? CDU, CSU, FDP, Linke, Grüne, Bund und Ländern haben sie regiert. Was wir hier sehen, ist ein Totalversagen sämtlicher Altparteien ohne Ausnahme, meine Damen und Herren. Aber immerhin, eines nehmen Sie ja wahr. Eines nehmen Sie wahr, das sinken Ihre Umfragewerte. Und vor jeder wichtigen Wahl schaffen Sie neue Gesetze. Die hören sich dann so an, als würden Sie Abhilfe schaffen. Wie 2017 vor der Bundestagswahl. Da überschlug sich die Merkel-Regierung, weil die AfD vor dem Einzug in den Bundestag stand. Erst gelobte die Kanzlerin, das Wichtigste sei jetzt wörtlich Rückführung, Rückführung und nochmals Rückführung. Dann verspricht sie den Deutschen wörtlich eine nationale Anstrengung für Abschiebungen. Und schließlich, kurz vor der Bundestagswahl, dann das neue Gesetz 2007, Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, tritt es in Kraft. Und was ist das Ergebnis all dieser Versprechungen, all dieser Ankündigungen und Gesetze? Gab es mehr Abschiebungen? Keine einzige. Im Gegenteil, es wurden weniger abgeschoben. Meine Damen und Herren, schlimmer noch als die Asyltäuscher sind die Wahltäuscher. Die einen erschleichen sich Asyl, die anderen hohe politische Ämter. Und heute, kurz vor den entscheidenden Landtagswahlen im Osten, peitscht die Regierung das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz durchs Parlament. Wieder ein Katalog hohler Ankündigungen. Ihr neues Gesetz verspricht, wer den Pass wegwirft, um über seine Herkunft zu täuschen, müsse jetzt kooperieren beim Beschaffen neuer Dokumente. Aber Fakt ist, jeder Migrant muss bloß einen Zettel unterschreiben, er habe sich um Papiere bemüht. Belegen muss er das nicht, kontrollieren tut das niemand. Es reicht die bloße Unterschrift und alle bleiben da. Über diese Naivität lachen Hunderttausende Asyltäuscher in aller Welt sich kaputt. Damit muss Schluss sein. Das Gesetz verspricht auch eine Wiedereinreisesperre für Intensivtäter. Wie soll das gehen? Würde einer wie Al-Zayn jetzt abgeschoben, würde das klappen? Er könnte doch jederzeit wieder rein. Die Grenzen sind doch offen. Sie kontrollieren doch nicht. 15.000 kommen jeden Monat neu rein, die Hälfte ohne Pass. Bringt also gar nichts. Ihr Gesetz verspricht weiter. Wer Migranten vor Abschiebung warnt, würde bestraft. Fakt ist, alle linksgrünen Flüchtlingshelfer, die vor einer Abschiebung warnen, sollen straffrei bleiben. Ihr Gesetz für angeblich geordnete Rückkehr ist eine Doppellüge. Es schafft weder Ordnung noch Rückkehr.